Eindrehen. 1, 2, ab. Und das finale Preis von Hamburg ist gestartet. Da kommt innen gut weg Visconti. Ohnehin alle Pferde recht gut in die Partie gekommen. Visconti. Daneben ist Yesterday zur Stelle aus dem Bungee. Und es geht in den ersten Bock. Yesterday, Visconti, Bungee. Dann Hannibal ist ein Fehler. Jetzt von Vita Led. Es geht in den ersten Bogen hinein. Und Yesterday drückt auf die Fahrt Visconti an der Innenkante. Dahinter Bungee. Dann sieht man Running Moose. So geht es durch den ersten Bogen. Yesterday will das Kommando. Fünfte Position für Hannibal Ass. Dahinter wieder auspariert Vita Led. Dann als bestes Pferd aus dem zweiten Band weggekommen, Wildkaiser Montana. Und Yesterday hat es nun übernommen. Yesterday an der Spitze führt das Feld die Überseite entlang. Außen drückt Bungee auf an der Innenkante Visconti. Die ersten drei dahinter Hannibal Ass mit Running Moose. Dann versucht wieder heranzukommen Vita Led nach dem Fehler. Dann sieht man Wildkaiser Montana. So geht es in den Loroparbogen hinein. 17-7 die Zwischenzeit. Dahinter dann Hannibal. Und dann folgt der Favorit, Top of the Rocks, an drittletzter Position im Bogen. Schieben sich die Pferde nun dichter zueinander vorne. Yesterday. Yesterday hat das Kommando. Außen geht Bungee an der Innenkante Visconti. Die ersten drei. Dahinter Hannibal Ass in der äußeren Spur. An der Innenkante ist Vita Led dabei. Dann Running Moose hat sich für die Außenspur entschieden. Vor Wildkaiser Montana. So geht's an der Startstelle vorbei. Dann sieht man Hannibal und außen kommt nun Top of the Rocks, dahinter Wim Willinger und More Diamonds und am Schluss Icewater. 19:05 die Zwischenzeit. Der Favorit drückt auf, aber er muss in die dritte Spur und wird dann Empfang genommen von Running Moose. Es ging bereits am 1000 Meter Pfosten vorbei, da greift Running Moose an, aber da geht auch nach außen Hannibal Asse. Spät herausgenommen, Hannibal Asse, dann Running Moose und dahinter Top of the Rocks. So geht es aus dem Bogen heraus, Hannibal Ass greift an, es geht auf die Überseite und vorne ist Yesterday. Yesterday, außen Hannibal Ass, zurück fällt Bungee, Mitte gegenüber. Yesterday, vor Hannibal Ass außen, an der Innenkante Visconti, der wird ermahnt. Running Moose ist dabei, dann Top of the Rocks, Vita Led an der Innenkante und vom Ende versucht es jetzt auch Icewater. Wim Willinger kommt außen, 500 Meter noch. Yesterday, Yesterday, Hannibal Ass daneben in guter Haltung, dann Visconti, Running Moose und Top of the Rocks, der kommt im Augenblick nicht entscheidend weiter. Dafür kommt jetzt Visconti auf freie Bahn und ganz außen segelt auch Wim Willinger heran. Es geht in drei, in vier Spuren durch den letzten Bogen. 12:3 die Zwischenzeit. Yesterday. Und der sitzt doch ganz ruhig. Hannibal Ass daneben, der Dieter Brüsten. Es geht um die letzte Ecke. Hannibal Ass steckt den Kopf in Front. Außen kommt Visconti in der Distanz. Hannibal Ass, Visconti. Visconti kommt. Hannibal Ass, Visconti in der Mitte der Bahn. Visconti ganz außen kommt noch einmal. Die Brücke Nummer 9, Wim Willinger. Und dazwischen kommt die 7. Hannibal, aber voll Visconti. Hannibal, Hannibal Ass, das sollte es gewesen sein. 12:1 die letzte Zwischenzeit. Vorläufiger Richterspruch für das 10. Rennen. Es gewinnt die 2 Visconti vor der 7 Hannibal und der 6 Hannibal Ass. 2-7-6. Und da ist er, meine Damen und Herren, Tom Kooijmans, und er freut sich mit seinem Sieg heute. Erst machen wir mal ein schönes Foto. Erstellen wir das machen für den Hamburger Trabrennverein. Und das ist fertig. Und reden wir mal kurz mit Tom. Tom. Gratuliere. Du hast den großen Favorit geschlagen, auf eine Art und Weise, der spricht für sich, das Pferd ist super. Ja, geschlagen weiß ich nicht. Ich habe viel Respekt voor Top of the Record, aber 25 Meter, noch 25 Meter dabei, de dritte stellen, de ganze letzte Runde. Ik glaube, dass das nicht geht. Gegen so eine 14 Form, wie vielleicht 16 oder 17 laut, auf Bandestats, das können wir nicht gut machen. Diesem Pferd, du hast es gerade zu Herrn Heidmann auch gesagt, der hat früh in Holland viel gewonnen, sag mal. Das erste Jahr war super, hat zehnmal gegeneinander gewonnen, auch mit Pferden mit 100.000 Euro Gewinnsumme. Das war super, hat letztes Jahr nur Probleme gehabt, zere Fußen. Und Hamburg ist jetzt sehr gut für ihn, so das geht. Aber letztes Mal in Holland hat auch sehr gut gelaufen. Ein persönlicher Rekord, 15:3 war gut, auf die kurze Distanz.
2200 ist besser schon. Von daher, heute war das sehr gut. Was wirst du in Zukunft machen mit dem Pferd? Geht er in Holland oder geht er hier in Hamburg weiter? Jetzt steht er auf 20.000. In Holland geht es gar kein Rennen mehr. So, ich komme auf in 2 Wochen wieder hierher. Super. Tom Kooijmans, meine Damen und Herren, kommt wieder zurück. Und Sie wissen Bescheid. Wenn er kommt mit Pferden und er sagt, er gewinnt, dann gewinnt er auch. Und er hat es sogar geschafft hier im Finale vom Preis von Hamburg.